An diesem Wochenende findet zum 27. Mal die Mela in Mühlengeetz statt. Die Landwirtschaftsmesse wurde heute Morgen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zusammen mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus offiziell eröffnet. Ja. 1042 Aussteller bieten auch in diesem Jahr alles rund um die Landwirtschaft. ...1215 Tiere aus 181 Rassen können von den Besuchern bestaunt, gestreichelt und gefüttert werden. Neben den Tierausstellungen werden auch jedes Jahr neue Techniken vorgestellt, die den Bauern die Arbeit erleichtern sollen. So eine Erleichterung soll der Fitness-Tracker für die Kuh sein. Wobei es dabei genau geht, erklärt uns Frank Hartmann von der Rinderallianz. Das ist ein Programm, was sowohl Aktivitätsparameter der Tiere aufnimmt, als auch das Fressverhalten der Kühe dokumentiert, damit auch das Wiederkaufverhalten der Tiere dokumentiert und uns sehr viele Informationen liefert hinsichtlich auch des Gesundheitszustandes des Einzeltieres, der Herde und auch der jeweiligen Gruppe. Das Halsbandsystem gibt es auch schon etwas länger. Es ist arbeitswirtschaftlich besser, weil es ist wesentlich ungefährlicher, als wenn wir den Tieren an die Füße greifen müssen. Neu in diesem Jahr ist ein erweitertes Ohrmarkensystem. Das heißt, alles, was wir aus dem Halsbandsystem herausbekommen, haben wir informationsmäßig auch über das Ohrmarkensystem. Das ist das Neue, das heißt SenseTime. Diese Technik wird bisher in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht eingesetzt, aber das Interesse der Bauern ist laut Hartmann groß. Bis zum Sonntag werden wie in den letzten Jahren mehr als 70.000 Besucher erwartet. Der Eintritt liegt bei 10 Euro pro Person.